Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem kleinen, vielleicht neuen Video. Ich mache das hier jetzt mal nicht als Short. Eigentlich möchte ich aber nur zwei Umschläge auspacken, die mich erreicht haben. Von wo ich wieder keine Ahnung habe, was das da ist und wo es herkommt und was drin ist. Wir werden sehen. Vorher aber möchte ich euch ein bisschen dies eine oder andere noch erzählen. Ich habe gerade Lust, komme gerade nach Hause mit dem Hund, der liegt da, platt, ja, kaputt gespielt, ne? Und er hat sein Geschäft draußen gerade erledigt, beides sehr brav, ja, und jetzt sitze ich hier und meine Süße hat jetzt noch Spätschicht und ich habe jetzt gerade ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit und dachte mir, schmeiß die Kamera an, wenn du jetzt hier eh schon was zum Auspacken hast, ja, dann kann ich euch gleich noch ein bisschen erzählen, was es so gibt, ja. So in den letzten Tagen, was mich da so ein bisschen beschäftigt hat vielleicht. Ein bisschen bla bla, damit ihr mal wieder was zu gucken habt. Ne? Also, ich habe jetzt hier mein Facebook offen und werde da jetzt einfach mal ein bisschen durchscrollen, was ich da so gepostet habe und euch das nochmal in Videoform erzählen, weil nicht jeder von euch folgt mir auf Facebook und das ist auch gut so. Wobei das erste Thema, da brauche ich gar nicht nach Facebook gucken, das weiß ich auch so. Und zwar geht es da um das Thema, ein bei mir relativ altes Thema, das Thema Handy und iPhone und bla, ja, oder auch generell soziale Medien, ne? Also soziale Netzwerke, da bin ich immer noch nur auf einem einzigen wirklich aktiv und das ist halt Facebook. Gut, man kann eigentlich auch YouTube als soziales Netzwerk betrachten, du hast auch da Interaktion mit anderen Kollegen, aber auch natürlich mit den Zuschauern, ne? Aber kann man, wie seht ihr das? Ist YouTube ein soziales Netzwerk wie Facebook? Oder ist das eine Videoplattform nur? Eine reine Videoplattform wäre es doch eigentlich nur dann, wenn du da wirklich stumpf nur Videos hochladen kannst. Vielleicht noch Daumen hoch und runter kriegen kannst. Ende. Keine Kommentare, nichts. Ne? Dann wäre es doch eine reine Videoplattform. Oder? Ich weiß es nicht. Wo beginnt denn die soziale Media-Plattform? Und wo endet das? Oder, keine Ahnung, ist auch egal. Das kam mir jetzt nur gerade so, ja. Ich habe ein Video gesehen von Massengeschmack TV. Ich hatte da ja lange Jahre lang ein Abo drauf. Das hat mir aber jemand geschenkt, dieses Abo. Sonst hätte ich das nicht. Und ich muss auch sagen, jetzt wo dieses Jahr, das ist ja schon seit einigen Jahren abgelaufen, dieses Abo. Ich brauche es auch ehrlich gesagt nicht, weil die Formate, die man da sehen kann, da sind zwar ein paar Sachen bei, die sind durchaus interessant, aber jetzt nichts, wo ich unbedingt da ich vergesse immer, wie das heißt, was ich da kriege, das Geld, ne? Meine Rente, wenn man so will, dafür jetzt ausgeben muss. Ja. Ich unterstütze das dann halt mit einem Klick und gucke mir halt die Werbung vor den Videos an auf YouTube. Ist dann auch eine Unterstützung für die. So ein bisschen vielleicht nur, aber ja, immerhin. Ne. So, da gab es jetzt ein Video, halt, ich habe das Video wirklich abgebrochen, weil irgendwann war es mir einfach zu langweilig. Obwohl es vom Thema her halt, ja, ich kann es halt nachvollziehen, denn da ist halt jemand, der halt immer noch sagt, jo, ich brauche das alles nicht, ich brauche kein Handy, ich brauche jetzt die Scheiße nicht. Das ist ja auch meine These immer noch. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich zeitweise geglaubt habe, ja komm, du musst jetzt dann mal sehen, dass du noch ein Handy kriegst, ist halt die Mobilität durch meine Lähmung 2018. Wenn mir dann beim Laufen draußen in der Wildbahn was passiert und ich kann nicht mehr aufstehen, ja, dann bist du halt verloren. Ne? Also brauchst du natürlich immer ein Handy am Mann, dass du Hilfe rufen kannst, falls du wirklich mal irgendwo ab vom Schuss unterwegs bist, im Wald oder weiß ich nicht. Ne? Jetzt braucht es nicht mehr, denn ich kann wieder aufstehen. Wenn ich jetzt hinfalle, dann komme ich von selbst wieder auf die Beine. Also was soll ich mit dem Handy? Und so sehe ich es tatsächlich immer noch. Und wenn ich denn so manchmal betrachte, wie so die Leute um mich herum in ihrem Leben agieren, inklusive meiner Liebsten, dann bin ich auch ganz froh, dass ich kein Handy habe, ganz ehrlich. Der Holger hat ja in seinem Video gesagt, das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar, du brauchst das ja jederzeit, weil du ja jederzeit auch... Du kannst ja auf dem Handy auch Passwörter zum Beispiel speichern, mit denen du dich in gewisse Seiten dann halt eben einloggst, die du halt unterwegs vielleicht mal nutzen musst oder so, ne? Ja, die brauchst du, die Passwörter, und ja, es ist gut, wenn du was hast, wo das drauf alles gespeichert ist. Es sei denn, du lebst einfach dein Leben, wenn du da draußen bist. Und schaltest mal das Internet aus, auch im Kopf. Dann brauchst du auch keine Passwörter. Ja, und das ist das Thema Online-Banking. Ja, ich mache kein Online-Banking. Ich meine, gut, das macht alles meine Frau, die macht durchaus Online-Banking, aber nicht viel. Sie geht tatsächlich noch zum Schalter und zieht Geld. Ne? Heutzutage kannst du natürlich auch mit dem Handy bezahlen.
Das geht ja auch. Es gibt dann so eine App da irgendwie, bla, ne? Macht sie halt manchmal auch, ja, wenn wir halt kein passendes, das nicht das nötige Kleingeld dabei haben, ja. Okay, aber das macht ja alles sie. Also ich bin ja nur dabei eigentlich. Ich helfe ja nur beim Einkaufen selbst und trage die Taschen rein, ne? Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Das sind schwere Taschen jedes Mal. Aber ich habe auch ein bisschen Knöpfe, das ist ja nicht. Also alles gut, ne? So, und, ja, aber für mich persönlich, ich brauche kein Handy. Wenn ich dann aber sehe, ich meine, ich sitze dann zum Beispiel auch heute wieder zum Mittagessen, ne? Du sitzt dann auf der Couch neben deiner Süßen, der Hund wuselt rum und spielt mit seinem Spiel wie ein Bekloppter, alles gut, ne? Und Fernseher läuft irgendein Quark, einfach so als Brainless Fun Unterhaltung, um das weiße Rauschen auszuschalten, ja? Meistens gucken wir halt diese, ich habe es schon tausendmal erzählt, diese behinderten Gerichtsshows, weil du kannst dich teilweise beäumeln, was da für ein unsinniger, also so würde es in keinem Gericht der ganzen Welt zugehen. Ich glaube noch nicht mal in einem bizarren Science-Fiction-Film teilweise, ja. Aber ja, okay. Und, oder wir gucken halt die Quiz-Show und quizzen ein bisschen mit. Wobei du da bildest du dich nicht bei, wenn du drei Antwortvorgaben bekommst. Tut mir leid. Ja, aber naja, gut. Sind aber tatsächlich Sachen bei, wo du hinterher sagst, ach guck, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, jetzt weiß ich das. Also ein bisschen Bildung ist halt schon mit drin, ne? So, und irgendwann, es ist gerade irgendwas Lustiges am Laufen, dann sitzt die Frau neben dir. Und dann schreibt sie eine Antwort. Und du sitzt da so, soll ich umschalten oder soll ich ausmachen? Weil alleine möchte ich die Quatsche jetzt gerade nicht gucken. Ich bin nicht mehr so der Fan vom Fernsehen. Ne? Ja, nee, guck doch mal, ist doch egal. Ich höre das mit, ich höre das mit. Ne? Ja, dann ist okay. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht sein. Ja, ich möchte auch gar nicht den Zugriff haben an gewissen Schauplätzen, sage ich jetzt mal. Ich möchte, ich meine, wenn ich jetzt bewusst nach draußen gehe, um, sagen wir, spazieren zu gehen, dann möchte ich raus in die Natur und die Natur genießen. Und dann möchte ich mich nicht irgendwo in einem wunderschönen Waldgebiet auf einen umgesägten Baumstumpf oder weiß ich nicht setzen, um mal eine Pause zu machen. Ja, und da mein Handy rausholen und mal gucken, was auf Facebook Neues gibt. Und vielleicht ein kleines YouTube-Video zwischendurch gucken. Dann möchte ich genau davon abschalten da draußen. Ich brauche kein Handy unterwegs. Ich brauche es aber auch nicht hier. Ich habe hier meinen Rechner und gut. Setze mich hier an meinen PC und gut ist. Dann nehme ich mir meine Zeit für, dann muss ich aber auch hier sein. Ich muss dann hier halt an meinem Rechner sitzen und gut ist. Das ist dann aber auch die Zeit, die ich mir dann auch ganz bewusst nehme. Die möchte ich nicht jederzeit haben. Für mich soll das Internet ein bisschen was Besonderes sein, wofür ich mir speziell Zeit nehme auch. Ich möchte das nicht jederzeit können. Es gibt Kleinigkeiten, wo ich tatsächlich sage, ja, wenn man jetzt ein Handy hätte, ne? Ja, okay. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie. Es ist so selten passiert, dass ich darüber schon nachdenken muss. Zum Beispiel sagen wir beim Einkaufen im Mediamarkt, du findest einen Film und sagst, ist der jetzt geschnitten oder nicht? Da kannst du halt kurz mal online nachgucken und dann kannst du es nachschauen. Dafür ist sowas natürlich praktisch. Ja? Aber sonst, weiß ich nicht. Ich habe das auch in dem Fall sonst damals nicht gekauft, den halt nicht, den Film, ne? Oder bei nächster Gelegenheit, wenn du zu Hause kurz nachgeguckt hast. Ist dann auch nicht so, geht die Welt nicht von unter. Das ist jetzt nicht elementar wichtig für mein Leben. Also von daher, ja, das wollte ich nur mal so an der Stelle sagen. Ja. Ich bin wohl auch einer von den wenigen zwei, drei Steinzeitmenschen, die immer noch sagen, ich brauche kein Handy zum Überleben. Wirklich nicht. Auch da draußen nicht. Ich finde, man macht sich viel zu sehr abhängig von Technik. Wirklich meine Meinung. Ja. Aber naja. Ja, dann das Thema, das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ich habe da auch ein Video gesehen, ich weiß aber nicht, wer das gemacht hat. Ich gucke ja alle möglichen, ich sage es jetzt mal so, kritischen Kanäle, damit meine ich nicht, dass der Inhalt von denen kritisch ist, sondern dass das Leute sind, die sich kritisch mit Content auseinandersetzen. Ja? Ich teile nicht immer alle Meinungen, die da so gesagt werden. Wirklich nicht. Aber da wird auch viel Gutes gesagt. Ja, teilweise hast du aber auch ein Video, wo du sagst, Jungs, jetzt kommt mal, übertreibt mal jetzt nicht. Ja, jetzt lass mal auch mal die Kirche im Dorf. Ja. Aber es gibt da tatsächlich auch Leute, die sagen Dinge, wo ich sage, ja, stimmt. Ja. Und ein Beispiel war halt, ich habe da auch ein Bild zu gepostet, weil es wurde mir eh angeboten auf Facebook, ja, so ein Meme-Bild. Und es passte halt genau wie Faust aufs Auge, weil ich kurz davor, ich gucke da auch ältere Videos durchaus, nicht jetzt natürlich auch immer den aktuellen Scheiß teilweise, wenn es mich interessiert, sondern ich hole auch gerne so ganz alten Kram nach. Und da gab es ein Video zum Thema Harald Lesch.
So, Harald Lesch, Gott, wie heißt nochmal die Sendung, die der gemacht hat? Warte mal, ich google das mal. Die hieß doch irgendwie, wo er da immer in diesem weißen Raum steht, wo diese bizarre Kunst überall ist, irgendwie so ein Stuhl hängt an der Decke oder irgendwie so ein Scheiß. Ey, warte mal. Ja, genau. Lesch Kosmos oder Leschs Universum? Moment. Lesch, heißt das Kosmos? Lesch Kosmos, genau. Nee, es ist das nicht. Das ist das nicht. Also die Bilder, die ich jetzt hier sehe, ist das nicht. Nee, das meine ich nicht. Wie heißt denn das? Ich gebe erstmal nur Lash ein und mache dann Enter. Okay, ich gebe noch Sendungen ein. Sendung, nicht Sendnuk. Ich habe doch Sendnuk geschrieben, okay. Sendunke. Sendnuk. Ich kriege hier kein Bild von dem mit dem Stuhl, ne? Das ist wieder mal typisch. Frag den Lash, das ist das. Das ist das, frag den Lash. So hieß das. Mit diesem Stuhl mit der ganz langen Lehne und diesem verwinkelt eingebauten Fenster sehe ich ja gerade. So war das, genau. So, und da habe ich halt hin und wieder beim Seppen mich immer hängen geblieben. Immer, also du seppst so durch, so, oh, langweilig. Damals, als ich noch mal eine alte Bude und einen eigenen Fernseher hatte mit Fernsehanschluss. Ich meine, den habe ich hier auch noch, aber ich nutze den nicht. Ich habe da nichts eingestellt, das geht gar nicht. Ich könnte gar kein, selbst wenn ich wollte, ich könnte mit dem Gerät kein Fernsehen gucken. Ich müsste erstmal alles einstellen und anschließen und anstecken. Und der Receiver steht hier und leuchtet, aber eigentlich frisst das Ding nur sinnlos Strom. Hey, wirklich. Da bescheuert eigentlich, aber ja. Ja. Und da habe ich beim Seppen halt, bin ich da hängen geblieben in dieser Sendung und dachte mir, jedes Mal, wenn ich da reingeseppt habe, fand ich es immer total interessant, weil wir hatten damals in der Hauptschule einen Physik-Chemie-Lehrer, Herr Bock. Und deswegen bin ich so schlecht in Chemie und Physik, weil der hat halt keinen Spaß gemacht. Der konnte das nicht verkaufen, okay? Ich meine, der hat guten Lehrstoff vermittelt, mit Sicherheit, aber für mich war das immer zu langweilig. Der hat das zu trocken vermittelt, wisst ihr, wie ich meine? Ja? Dem Lash, dem hörst du einfach zu. Ich weiß nicht, der schafft das. Wenn ich den in der Hauptschule als Lehrer gehabt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich ziemlich gut und fit in Physik und Chemie. Ist so. Bin ich mir überzeugt. Es gibt so Leute, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt Lehrer oder Dozenten generell oder Leute, die dir was erklären, wo du sagst, Mensch, dem höre ich aber gerne zu. Da nehme ich auch was bei mit. Ne? So. Das hatten wir ja dann auch Jahre später, als ich dann halt diese Schulung Verkauf machen sollte, wo mein Bruder mit bei war. Das war es auch der einzige Grund, warum ich überhaupt teilgenommen habe. Wo ich auch erst dachte, als dann der Typ da reinkam, weil optisch sah der auch so ein bisschen aus wie so richtig wie so ein, ja, richtig wie so ein, ich sage jetzt mal ein böses Wort, wie so ein Sesselfurzer, ne? Dann war der aber, hatte der so ein komödiantisches und wie sagt man denn das, wenn jemand besonders bildsprachenmäßig sich äußern kann? Also wenn er dir was erzählt, dann formen sich Bilder in deinem Kopf. Ja, das hatte der richtig drauf, mit einer schwarz-humoristischen Ader dabei. Wenn ich damals schon eine Kamera gehabt hätte, dann hätte ich ihn gebeten, darf ich mal hier einfach mal eine Stunde aufnehmen? Und darf ich das bitte mal im Internet hochladen? Das ist Entertainment pur. Ich habe auch zu ihm gesagt, mit dem ganzen Scheiß, was Sie hier machen, können Sie auf die Bühne gehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß, leider. Ist weg. Keine Ahnung. Ne? Aber der war großartig. Also, ihr wisst, was ich meine. Und so habe ich immer den Lash empfunden. So, und dann irgendwann fing dann nur noch an, Bullshit zu erzählen über Sachen wie das Gender-Sternchen. Ja? Und andere Sachen, die du dir teilweise wirklich nicht mehr ausdenken kannst. Ich meine, das ist doch ein Wissenschaftler. Wie kann man denn bitte im Fernsehen stehen in einer Wissenschaftssendung und dermaßen Bullshit reden? Das. Und da gibt es halt ein Meme-Bild, da siehst du halt unten, siehst du halt hier ein Bild aus, das ist aber tatsächlich, ach, das ist Abenteuer Forschung, so heißt die Sendung oder hieß die Sendung wohl. Ja, und er sagt halt, und wärmer und wärmer und wärmer, ne? Und darüber siehst du eine ältere Sendung. Da steht nicht, wie die heißt, aber da hat er dieses orange Shirt an. Das wird dann wahrscheinlich das sein, was ich gerade nannte. Und da sagt er halt noch, ja, wir leben in einer Eiszeit. Und so ist es nämlich auch. Wir leben immer noch am Ende einer Eiszeit. Ja, die ist nicht jetzt, weil wir jetzt 2024 haben, vorbei. Was meint ihr denn, wie lange eine andere Eiszeit ausklingen würde? Ja? Es ist. Ah, natürlich wird es wärmer, weil beim Ende einer Eiszeit leben. Oder weil sich die Erde gerade von einer Eiszeit erholt. Wahrscheinlich hatten wir vor dieser Eiszeit hochtropische Temperaturen überall. Das ist dann halt so.
Ja, und ich persönlich bin übrigens auch der Meinung, dass wir nicht alle in 100 Jahren, 200 Jahren verbrennen. Nein, die Evolution wird sich anpassen, ganz einfach. Das ist das, was ich glaube. Die nächsten Generationen, da wird sich die Evolution einfach den Wettergewohnheiten anpassen. Das war ja immer so. Ich meine, und uns wachsen auch keine Haare. Ich meine, doch, ja, es gibt Menschen, die haben doch Haare am Arsch. Aber ja, ihr wisst, am ganzen Körper mehr wie so bei so einem Wookie. Ja, weil wir halt nicht mehr so kalt haben wie kurz nach der Eiszeit, als es halt dann den Cro-Magnon und so weiter gab. Die ganzen Steinzeitmenschen halt, die ganzen verschiedenen Rassen da, die gab es ja auch noch da. Die Troglodyten und blablablob. Ne? So. Also, ja, wir brauchen diese Haare nicht mehr. Wir brauchen auch diesen stabilen Knochenbau nicht mehr. Mittlerweile haben wir uns auch da ja angepasst und so. Ne? So sehe ich das. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Blödsinn ist. Es kann auch wissenschaftlicher Blödsinn sein, weil ihr habt ja vielleicht gut zugehört. Ne? In Physik, Chemie und auch in Biologie war ich eine Vollnull. So, weiter. Ich habe auch nur vielleicht gesagt, dass hier, was ich sage, ist nicht, so ist das, sondern ich imaginiere vor mich hin. So, das klang jetzt auch geil. Okay, so, dann haben wir hier, was habe ich denn hier noch so für Scheiße gepostet? Ja, es gibt hier ein Bild von Hulk Hogan. Der hat jetzt sein eigenes Bier und da hat irgendwie irgendeine Meme-Seite ein Bild gepostet. Ich weiß nicht, was ein offizielles. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich habe jetzt hier nicht mit der. Ich mache das jetzt hier mal nicht mit der Webcam, sondern mit der externen, weil ich hier ein vernünftiges Bild haben wollte, mal zur Abwechslung. Aber es gibt da halt ein Bild, das ist richtig gezeichnet und du siehst halt Hulk Hogan mit einer riesen amerikanischen Flagge, die hinter ihm weht. Und das wollte ich sowieso nochmal vergleichen. Moment. Weil es sieht aus wie. Oh, ich gebe erstmal ein Original-Poster. Ah, nicht ganz. Ah, es hat eine gewisse Ähnlichkeit, hat es aber. Mit dem Original-Poster von ersten Teil Toxic Avenger. Ja, er steht halt da mit seinem Mob und im Hintergrund diese Fahne. In dem Fall hat Hulk Hogan halt die Stange, an der die Fahne befestigt ist, so in der Hand, so ein bisschen in der Art. Das ist schon eine gewisse. Ich musste halt spontan ausgerechnet an den Toxic Avenger denken, als ich dieses Bild sah. Hulk Hogan war halt einer der vielen Wrestling-Kindheitshelden für mich damals. Als es diese ganzen WrestleMania-VHS-Kassetten in der Videothek zu auszuleihen gab und den Royal Rumble und sowas alles. Ich weiß nicht, wie das alles, das Summer Slam und so und der ganze Kram. In den 90ern war das, Anfang der 90er, so 90 bis 93, 94, da in der Zeit, in den Jahren haben wir immer wieder die Dinge ausgeliehen. Ich war ein Riesenfan von Hulk Hogan, dem Ultimate Warrior, Bret Hitman Hart. Den Legion of Doom, der Undertaker, das waren so meine Helden, so ein bisschen, die ich immer wieder gefeiert habe. Aber auch unbekanntere kleinere, wie zum Beispiel Crush. Ich habe damals eine Fukuhila getragen, 1:1 wie Crush. Ganz bewusst dem nachempfunden. Ja, das ist da bescheuert, aber ja, ich habe die ganzen Actionfiguren, Wrestling-Actionfiguren gehabt damals. Alle so immer aktuell, so in der heutigen Zeit, die sind ja alle so auf dem Nostalgietrip, ne? Auch die ganzen Nasen aus der Film-Community. Gruß geht raus, ne? Ha, Masters, Masters, Turtles, Turtles, keine Sau. Keine Sau von euch stellt Wrestling-Figuren vor. Wo sind eure WrestleMania-Figuren? Meine Hulk Hogan-Figur, meine Ultimate Warrior-Figur, ich hatte auch eine Macho Man Randy Savage-Figur. Es war meine. Und eine Bret Hitman Hart-Figur, selbstverständlich. Es waren mitunter meine Lieblingsfiguren. Die habe ich irgendwann kaputt gespielt. Ich fand aber die Figur vom Warrior immer suboptimal. Warrior hatte eine total cool gemachte Figur, was die Muskelstruktur angeht, weil die hatten den wirklich genauso durchtrainiert gemacht, wie er halt wirklich auch war. Ja, aber er hatte halt die Hände so, weil er immer diesen Move macht da, dieses. Ne? Und diese Pose, die hatte er halt. Du konntest ihm also einen Gegner nicht schlagen, wenn du jetzt mit Figuren spielst. Ja, da hatte er immer die Hand so offen. Du konntest höchste Backpfeife geben dem Gegner. So im Spiel, wisst ihr, wie ich meine? Ich hätte mir eine Warrior-Figur gewünscht. Von der Pose her, wie die Figur von Bret Hitman Hart mit geballten Fäusten. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie die von Hulk war. Hulk Hogan. Egal. Ich wollte nur mal zu erzählen. So, ich hatte halt so einen Nostalgie-Flash, als ich dieses Poster sah. Ich würde gerne mal das Hulk Hogan Bier trinken. Es ist doch mit Sicherheit einfach eine ganz normale Brauerei, die jetzt ihn nur als Maskottchen mäßig, oder? Es ist doch nur so eine Werbekampagne. Was für ein Bier steckt dahinter? Habe ich nicht recherchiert. Ist mir auch Wurst. Wirst du ja nicht kriegen, oder? Habt ihr irgendwo einen Laden in der Nähe, wo es das Hulk Hogan Bier gibt? Ich würde das tatsächlich mal probieren. So, dann haben wir hier, das ist Werbung für mein Radio. Scheiß. Ach so, ja, egal. Ja, nee, das lasse ich jetzt. Ich hatte dann, genau, gepostet, dieses Video, hattet ihr ja vielleicht gesehen, mit den Remakes, das Thema, ja.
kam ich jetzt wirklich in dem Fall, kam ich halt drauf, weil ich hatte es ja gespoilert, ich schaue halt derzeit alte Filme. Und hier immer, wenn ich so einen alten Film gucke, den ich jetzt noch nicht kenne zum Beispiel, ja, dann habe ich so im Kopf beim Gucken gehabt, was würden die wohl jetzt aus dem Film machen, wenn sie den jetzt remaken würden? Das habe ich dann immer so im Kopf, ja. Und dann tun sich düsterste apokalyptische Abgründe natürlich auf. Weil du dir halt denken kannst, was noch daraus gemacht werden würde, aus dem einen oder anderen Film. Und dann kam ich halt auf die Idee, guck doch einfach mal guck mal nach, ob es nicht wirklich gute Remakes gab. Geh doch einfach mal irgendwie Listen durch, wo du das findest, und dann wirst du wahrscheinlich merken, dass die meisten Remakes tatsächlich nicht gut waren. Ne? Und so ist es ja auch, leider. Aber es gibt auch immer wieder gute Sachen da. Ne? So, dann hatten wir hier in Eckernförde ein Event. Den haben wir, glaube ich, ich glaube, das ist jedes Jahr. Ja? Das Ganze heißt Vegan Summer. Es ist hier unten, haben wir am Strand, haben wir hier unten am Hafen, am Strand haben wir einen Kurparkbereich. Das ist ein bisschen praktisch hinterm Strand, ist so ein bisschen so, kannst du spazieren gehen, so mit so Blumenbeeten und Wiesen und Statuen, und da steht eine Kanone, eine richtige echte, die da damals mal wohl wirklich im Einsatz war, so historisch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und da so ein Scheiß. Ja, ich habe da, glaube ich, auch mal ein bisschen rumgefilmt. Es gibt da, glaube ich, irgendwie ein Outdoor-Video, wo ich da mal ein bisschen gefilmt habe. Im Winter war das, glaube ich, irgendwann. Oder? Aber es gibt da, glaube ich, ein Video vom Kurpark. So, und da gibt es die Kurmuschel. Habe ich auch gefilmt. Ist ein Video auch da. Da steht auch die Kanone da vor der Kurmuschel so ein bisschen. Und links daneben steht so ein Brunnen mit der Galionsfigur der Gorch Fock, glaube ich. Wenn ich mich nicht richtig irre. Aber egal. Und in dieser Kurmuschel halten dann die Veganer gerne Reden oder spielen irgendwelche Liedermacherlieder, ja, und münzen irgendwelche Songklassiker auf Veganismus um. Kannst du dir nicht ausdenken, googelt es. Gebt auf YouTube einfach ein Vegan Summer und ihr findet einen Rabbit Hole, glaube ich sogar. Ja, ich mach das jetzt mal. Und dann schreibt einfach noch Eckernförde dazu. Warte, ich mach das jetzt mal. Ich schreibe jetzt mal hier Vegan Summer in Englisch und dann Eckernförde. Schnarch da hinten nicht so laut. Nur weil du mich nicht hören kannst, heißt das nicht, dass ich dich nicht höre. Ja, und dann kommt halt ja, verschiedene interessante Videos, sage ich jetzt mal. Wobei ihm hier, hat er seine Videos gelöscht oder was? Ne, da ist er ja. Thomas Medley 5, ja. Das gebe ich euch besonders gerne. Also das empfehle ich euch besonders. Liege euch besonders. So, und da gab es jetzt halt eine neue Rede. Das ist großartig. Also erstmal, ich habe das einfach mal vorgelesen, was ich da hingepostet habe auf Facebook, ja. Ja, ich lese das jetzt mal vor, wollte ich sagen. Propaganda vor meiner Haustür. Es reicht nicht, vegan zu sein. Ja. Du musst das Klima retten, um ein besserer Mensch zu sein. Also der Mensch, der da steht, Tim heißt er, sagt auch, so ziemlich am Ende seiner Rede sagt er dann auch, ne? Wir müssen nicht nur vegan sein, wir müssen auch rausgehen und den ganzen Leuten sagen, dass sie auch vegan sein müssen. Weil sonst zerstören die ja das Klima. Also es ist ganz klar die Aussage, ich bin hier der bessere Mensch, du isst Fleisch, du bist ein böser, schlechter Mensch und du bist schuld an der Zerstörung des Klimas. Ja? Also genau diese propagandistische Extremisten-Scheiße, die mir total auf den Sack geht. Lass mich doch, ich lasse euch doch vegan sein, wie ihr wollt, ist mir vollkommen egal. Macht es gut, schön, wenn ihr damit klarkommt und damit leben könnt, ist das dann super. Habe ich überhaupt nichts gegen, aber lasst mich damit in Ruhe. Fleisch ist sehr gesund. Er hat sehr viele Vitamine. Ich glaube, mindestens 8 Vitamine sind da drin im Fleisch. Ist eine sehr gesunde Sache. Wenn du jetzt nicht gerade hier irgendwie Industriepressfleisch frisst, ja, das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar, dass eine chemische Keule drin ist. Ne? Die ist übrigens auch in veganem Fleisch, die chemische Keule. Aber das möchte ich nur mal am Rande erwähnen. Ne? So. Aber naja, gut. Also ich habe noch weiter hier geschrieben: Gemüse essen ist inzwischen auch nicht mehr vegan. Das erzählt er nämlich auch in dieser Rede. Ja. Denn wenn der Bauer Insektenmittel einsetzt, dann ist das nicht mehr vegan. Weil dann die armen kleinen Käferlein, die sterben dann, ja, die tötet er dann. Ergo, also ist nicht mehr vegan, weil da sterben ja Insekten, da sterben ja Tiere für die Herstellung dieses Gemüses. Also darf man als Veganer jetzt nur vegane Produkte essen, die dann von Feldern kommen, auf denen irgendwie
ganz vorsichtige Menschen per Hand alle Pflanzen abpflücken und dabei vorher erstmal ganz genau jede Pflanze abgucken und die Insekten rauspulen und vorsichtig auf den Boden auf ein kleines Kissen setzen und ihnen vielleicht noch einen kleinen Snack geben, bevor sie gehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ein Feld abgeerntet wird, sterben genauso viele Insekten. Ob die jetzt vorher an irgendwelchen Insektiziden, die zugelassen sind, sterben. Oder ob die hinterher bei der Ernte verrecken. Zusammen mit ein paar kleinen, niedlichen Kaninchen und Wühlmäusen und Maulwürfen. Ja? Es ist halt, ja, weiß ich nicht. Also ich habe einen besseren Tipp an alle Veganer. Pflanzt einfach euer Essen nur noch selbst an. Holt euch einen Garten, Schrebergarten oder so. Ja? Und wenn ihr das nicht in der Nähe habt, dann, ja, weiß ich nicht. Blumenbeet am Balkon oder weiß ich nicht. Oder man kann das vielleicht auch in der Wohnung züchten. Ich weiß nicht, was es dann für Gerüche gibt und wie schwierig das alles wird, so rein von der Umsetzung her, aber ihr kriegt das schon irgendwie hin. Und dann pflanzt einfach selbst. Und esst nur noch das, was da aus euren Erdhochbeeten, die ihr euch in die Wohnung dann vielleicht stellt, oder weiß ich nicht, wie das dann laufen soll, was da halt wächst. Sonst gibt es nichts mehr zu essen. Müsst ihr halt, dann, das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Hoffentlich gibt es niemals, wie bei uns dieses Jahr, eine schlechte Ernte. Ne? Denn dieses Jahr war der Winter viel zu mild. Und der Sommer ist, ja, kannst du halt nicht ausdenken. Und wir kommen auch kaum in den Garten, aber ja, kommen dazu. Was dieses Jahr vielleicht noch was wird, sind Kartoffeln. Vielleicht noch ein paar Erbsen, wenn wir Glück haben. Alles andere kannst du knicken. Wir haben auch Schnecken ohne Ende. Und es ist, Mel hat, also meine Süße hat alles versucht gegen Schnecken, was sie an Tipps bekommen hat von anderen Gärtnern, von Kollegen, von Freunden. Wir haben alles ausprobiert. Du kommst nicht gegen die Nacktschnecken an. Diesmal eine richtige Plage dieses Jahr hier bei uns. Aber naja. So. Ja, das war eigentlich alles. Ne? Hier steht jetzt nur noch... Also er schreibt hier... Er sagt für Rede... Ja, halt dann Sprüche wie... Ja, man kann ja auch so viel tun, also außer vegan zu sein, um das Klima zu schonen, wo ich dann eine Antwort drauf habe. Ja, zum Beispiel kann man nicht auf einer Bühne stehen und eine dumme Rede halten mit einem Mikrofon, großen Lautsprechern und Leuchtstrahlern, die ihnen, weiß nicht, warum die Strahler da hängen, ob da abends dann nochmal eine Rede gehalten wurde, aber die haben dann riesen Technik-Equipment auf dieser Bühne. Das ist auch alles, das ist alles ganz fein fürs Klima bestimmt. Ja, auch die Klamotten, die er da anhat mit seinem bedruckten Werbet-T-Shirt, ne? Das ist bestimmt, ganz bestimmt von glücklichen Maikäfern aus Tofufasern geklöppelt, ne? Oder irgendwie sowas, ja? Also das ist halt, ja. Und natürlich am Ende die Aufforderung, andere zu indoktrinieren und ihnen die vegane Lebensweise aufzudrängen, sonst sterben nämlich unsere Kinder. Ja, das soll man ja nicht tun für sich und auch nicht für sein Gegenüber, sondern für die Kinder in der Zukunft ist das ja, ne? Weil ab diesem Moment, wo wir jetzt gerade sind, ja, wird sich der Mensch evolutionär ganz bestimmt nicht mehr weiterentwickeln. Bestimmt nicht. Ne? Ja, ist halt Opferrolle, Extremismus, Lappen, Scheiße. Ganz einfach. Ja. Und was ich immer bemerkenswert finde bei solchen Videos, es gab ja auch mal, ich habe es ja auch mal reacted damals, als ich noch auf Videos reacted habe, dieses Video, wo dieser, das war auch ein Teilnehmer der Vegan Summers, deswegen die Summers, das ist ja dieser Liedermacher, der dann gespielt hat auf der Bühne. Der hat ein Video auf seinem Kanal, wo er im Winter vor einem Vogelhäuschen steht und Vögel füttert. Im Winter, überall liegt Schnee, ja. Und dann erzählt, das brauchen die aber eigentlich gar nicht, die kommen schon so klar, ja. Hey, was? Ja, warum fütterst du diese dann? Und dann erzählt er ja irgendwas von 5 Kilo Hähnchen oder was war das? Überzüchteten und so. Und dass Küken geschreddert werden für Chicken Nuggets. Und solche Videos, genau, gerade solche Videos oder eben diese Rede da, ja, machen mir riesen Bock drauf, Fleisch zu fressen. Ich möchte ja hinterher ein Steak vertilgen. Oder ein schönes Hähnchenschnitzel oder sowas. Ist wirklich so, ich weiß nicht, wieso das so ist. Ist krank, ne? Aber ja, ich bin halt gestörter. Wisst ihr ja. So. Dann gibt es noch ein bisschen was Kritischeres, sage ich jetzt mal. Das betrifft allerdings YouTube. Ich bin ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange mache ich eigentlich schon YouTube? Ich gucke jetzt mal. Guck jetzt mal, wobei, ich mache ja schon länger YouTube, das ist ja mein neuer Kanal aktuell. Ich habe ja schon mal einen Kanal verloren, da war ich ja schon Jahre unterwegs auf YouTube. Ich weiß also gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Weiß von euch noch irgendeiner da draußen, irgendein Urzuschauer, der noch meinen alten Kanal kennt, bis ich dann das beschissene Drachenlord-Video gemacht habe, der da weiß, wie lange ich davor aktiv war? Das wäre mir interessant. Ne? Naja, aber mit meinem aktuellen Kanal, was macht er da hinten für Knabbergeräusche? Ich muss, ah, so, machen wir. Er tut das, was jeder zweite Mann gern tun könnte, ne? Können würde, sich die Eier lecken. Also, ja, ich nicht.
Ich möchte mal. Nee. Wo bin ich hier? Ich wollte jetzt. Genau. Wo sieht man denn das jetzt hier überhaupt? Bei Meer oder was? Ah. Nee. Doch. 23.12.2015. Also ein Tag vor Weihnachten habe ich einen YouTube-Kanal gegründet oder was? Ernsthaft? Ob ich behindert bin, habe ich gefragt. Ja. Und ich habe also dieses Jahr dann 9-jähriges, nächstes Jahr 10-jähriges Bestehen dieses Kanals. Ja. So. Und in all den Jahren ist mir das nie aufgefallen. Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, aktiv, aktiv. Macht euch mal den Spaß. Hier, Kollegen, hier, weiß ich nicht. Kaffee mit Sashi, falls du das hier siehst. Macht das mal. Klick einfach auf YouTube. Oben links das YouTube-Symbol, dass du auf die Startseite von YouTube kommst. Ja? Dann hast du eine Auswahl. Startseite, also links, ne, die Leiste. Startseite, Shorts, Abos. Ich habe jetzt hier mein Mikro vor. Mein YouTube. Mein Kanal, Verlauf, Playlists, meine Videos, später ansehen, Videos, die ich mag. Und dann kommt ein Symbol mit einer Schere und da steht dann meine Clips. Ich denke, was für Clips? Wie meine Clips? Was ist denn da drin, wenn ich draufklicke unter meine Clips? Das sind nicht meine Clips. Wenn ich da draufklicke, kommt was? Aber es sind halt nicht meine Clips. Ich meine, es sind Clips, ja. Und die sind aus meinen Videos. Aber die habe ich nicht gemacht, sondern irgendwer. Das bedeutet, ich finde das kritisch, um ehrlich zu sein. Ja? Mir ist es egal. Denn von mir gibt es da schon Videos draußen im Netz, die kannst du dir nicht ausdenken. Alles gut, ja. Aber ich finde, das ist eine kritische Sache in ganz anderen Bereichen vielleicht. Weil du kannst einfach als Zuschauer irgendein Video starten. Ja? Ich mache das jetzt mal. Ich starte jetzt mal irgendein Video random. Moment. Das dauert hier Seiten auf. Ich muss mal wieder meine Cookies löschen, glaube ich. Ich starte jetzt hier einfach mal. Da hier Mythenmetzger Time Storms. Habe ich noch nicht geguckt. Das mache ich jetzt mal an, weil da lasse ich jetzt auch gleich. Die Box ist jetzt aus, deswegen hört ihr jetzt gerade nichts. Lasse ich auch gleich mal an, dann kann ich das mir gleich im Anschluss gucken zum Abendessen. Ist doch schön. Ne? Habe ich mir noch nicht gesehen. So, da unter dem Video. Unter jedem Video. Unter einfach fucking jedem Video auf YouTube findet ihr das. Da findet ihr unten die Daumenfunktion. Daumen hoch und Daumen runter. Ja? Dann findet ihr den Button für Teilen. Ja? Und dann habt ihr einen Button mit drei kleinen weißen Pünktchen. Mit drei kleinen Pünktchen. Weißen. Ich habe das Dark Design an, deswegen sind es bei mir rau. Also weiß. Ja, irgendwie. Ja, ihr seht unten die drei kleinen Punkte. Und wenn ihr da drauf klickt, habt ihr drei Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt das Video melden. Ihr könnt das Video runterladen. Das kann man offiziell jetzt auf YouTube. Man kann offiziell Content von anderen runterladen über YouTube. Von anderen Content Creators. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich mach das mal. Warte. Ach so, wenn du Premium bist. Dieses Video mit Premium runterladen. Ja. Ja, nee. Will ich nicht. Aber ja. Und du hast halt die Funktion. Speichern. Ja, aber hier. Wieso hat jetzt Mythenmetzger nicht die Funktion mit der Schere, dass ich einen Clip erstellen kann? Kann man das ausstellen? Wie? Ich habe alles abgesucht. Wie kann ich ausstellen, dass man Clips aus Videos rausschneiden kann? Weil jetzt kann irgendein böser Mensch irgendeine Aussage ausklippen. 12 Sekunden, in denen ich vielleicht sage, weiß ich nicht, Frauen im Film, alles scheiße. Ja, ich kann die scheiß Weiber nicht mehr sehen. Na, und diesen einen Clip, den schneidet er aus, dann gibt es diesen Link, wo nur diese 12 Sekunden immer wieder in Schleife laufen, wenn du auf Play drückst. Nichts sonst, nicht davor, nicht dahinter. Und das kann dann irgendjemandem dann schicken, hier, guck mal, das ist hier übrigens der Slane. Solche Aussagen tut er in seinen Videos. Die Aussage ist aber aus irgendeinem Kontext. Ich habe wahrscheinlich vorher erzählt, dass ich einfach diesen ganzen Feminismus-Scheiß in Hollywood nicht mehr sehen kann. Nicht, dass ich alle Frauen der Welt scheiße finde, natürlich, ja, zum Beispiel. Das ist doch rufschädigend dann. Weil es ist leider in der Generation TikTok so, dass sich die Menschen nicht die Mühe machen, sich auch wirklich hinzusetzen und sich den Kontext dazu auch anzugucken. Ist so. Ja. Mir ist es egal, mein Ruf ist eh schon kaputt, da kann man nichts mehr machen, denke ich mal. Ja. Und die Leute, die da, weiß ich nicht, sich nicht mit auseinandersetzen, die können mir eh gestohlen bleiben. Mir ist es von daher gleich. Aber ich finde, das ist doch, das kann doch übel missbraucht werden, diese Funktion, oder nicht? Wofür gibt es das überhaupt? Wenn ich jemandem ein Video empfehlen will, dann empfehle ich ihm das ganze scheiß fucking Video. Ich gehe jetzt mal auf Saschis Kanal, ob der die Funktion ausgeschaltet hat, weil den kann ich ihn ja fragen. Ne? Tja, nee. Ist ja ganz einfach dann. Vielleicht hat er ja auch keine. Ich gucke jetzt mal bei ihm. So, Kaffee mit Saschi. Letztes Video habe ich schon gesehen. War sehr gut.
Hat ein schönes Paket bekommen, ne? Wieder mal, sehr geil. Alte Cinema-Hefte. Ich persönlich, ich meine, ich kann seine Freude natürlich verstehen, ne? Klar, keine Frage, ne? Ich persönlich bevorzugte aber immer die Movies da. In der Cinema war mir immer viel zu viel Werbung drin. Seitenweise Werbung. Ich meine, gut, ich weiß nicht, wie es bei den alten Ausgaben ist. Mein Vater hat die Cinema lange gesammelt und dann kam irgendwann hier in der Ganzen die Movies da auch in die Kioske. Und dann war mir, ich war ein Movie-Star-Fan. Ich habe das geliebt. So. So, beim Sashi ist das nämlich da. Da kannst du nämlich Thanks machen. Also Super Thanks kannst du da sogar noch auswählen. Das war bei ihm gerade eben auch nicht, beim Mythenmetzger. Und du kannst bei ihm was ausklippen. Als an zweiter Funktion. Sashi, mach dir mal die Möglichkeit. Möglichkeit. Mach dir mal den Spaß. Geh halt auf YouTube. Und dann in der linken Leiste, ziemlich weit unten, bevor dann die Abos kommen, ist meine Clips. Klick da mal drauf und dann siehst du, was deine Zuschauer schon aus deinen Videos ausgeklippt haben. Bei mir, Moment, ist es nichts Wildes. Das sind einmal drei Clips aus einem CD-Review zu Virgin Steel. Ja, ich gehe jetzt mal, warte mal, ich mache die mal alle in Tabs auf. Ey, geht zurück. Ich mache jetzt mal alle in Tabs auf, ja, und lese die einfach mal vor, weil die Leute haben es auch kommentiert. Und du siehst dann, wenn du so einen wenn du einen Clip öffnest, ich mache das jetzt gleich mal, Moment. So, das war's schon. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. So, bei dem ersten Clip aus dem Virgin Steel Review schrieb Nils Bleier, der hat das wohl geklippt dann, ne? Leichter Inside-Humor-Cover-Roast, weil ich halt gesagt habe in dem Video, dass David Defy, der Sänger der Band, auf dem Cover so gekreuzigt steht, hält er sich für Jesus oder für Dionysos oder was, ne? Irgendwie so. Weil das Album heißt halt The Passion of Dionysos, weiß ich nicht. Wurde Dionysos gekreuzigt? Wahrscheinlich, keine Ahnung, egal. So. Ist okay. Warum hast du das gemacht, Nils? Wofür brauchtest du das jetzt? Weil ich habe auch keine Funktion auf YouTube gefunden, wenn du jetzt auf den Kanal gehst. Clips! Moment, ich guck mal bei Sashi. Wenn ich jetzt da und ich jetzt den Kanal von Sashi mit Kaffee, ja, ist das gleiche, aufmache, dann habe ich hier eine Auswahl: Übersicht, Videos, Shorts, Playlist, Community. Das war's. Ich habe hier keine Clips-Funktion, wo ich mir alle von Zuschauern ausgekeyten Clips angucken kann. Falls ich jetzt einfach mal reinschnuppern möchte, out of context, wie ist denn der so drauf, was hat denn der für coole Sprüche drauf? Und dann kann ich mir die ganzen Clips vielleicht von jemandem mal angucken. Dann hätte es ja einen Sinn, die Clip-Funktion. Aber die sehe ich ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mir wird hier nichts angezeigt, jedenfalls. So. Sondern der zweite Ausschnitt aus meinem Virgin Steel Review, da steht, hat Nils Bleier nur geschrieben, er verteidigt's. Also ich verteidige halt das Album, weil viele sich darüber aufgeregt haben. Das war ja ach so progressiv. Und es hat ein, ja, ist gut, es hat auch nicht den besten Sound gehabt, das letzte Virgin Steel Album, gebe ich zu. Ich mag aber die Songs, die da drauf sind. So, dann das nächste Clip, der nächste Clip aus dem Virgin Steel Review, schrieb Nils, oh, wird er den Prog roasten? Weil es ist halt ein bisschen proggy, ich habe das halt nicht wirklich rausgehört, aber gut, das war's. Dann haben wir hier aus einem Mystery-Unboxing, das ich von Nico bekommen habe, von 2023. Das ist jetzt der einzige, wo ich jetzt sagen kann, ja, da wird schon so ein bisschen im Ansatz so ein bisschen sich lustig gemacht, ne, weil es out of context ist. Das war im Juni 23, also letztes Jahr im Sommer. Und das war ein heißer Sommer, ne? Und da schrieb Bogdo ein Paket Filme ausgepackt. Und in dem Clip, der geht 15 Sekunden, da sage ich nur, oh, ist mir heiß, ich schwitze mich hier kaputt. Boah, ich brauche jetzt erstmal gleich ein Eis. Eigentlich esse ich erst in der Stunde Abendbrot, aber ich esse jetzt vorher schon ein kleines Eis, um mich abzukühlen. So, das war's dann auch und dann ist das Video auch bald zu Ende, schon nach ein paar Sekunden noch, ne? Soweit ich mich erinnere. Ja, soweit ich mich erinnere, war an dem Tag aber auch, weiß ich nicht, 30 Grad im Schatten oder so. Es war halt bombenheiß, ja, und ich war damals auch noch 10 Kilo schwerer mindestens. Das ist auch keine Entschuldigung. Ich habe halt geschwitzt. Mir war halt warm. Oh mein Gott, ja. Ich habe nicht geschwitzt, weil ich ein Paket Filme ausgepackt habe. Ich habe geschwitzt, weil Sommer und weil es heiß war. Also. Und dann schreibt man da ein Paket Filme ausgepackt und macht den 15-Sekunden-Clip draus. Guck mal, der schwitzt schon, wenn er ein Paket Filme auspackt. Ja, tue ich. Ich bin eine fette Sau. Ist schön, dass dir das auch aufgefallen ist, nach so vielen Jahren. Ne? Aber naja, gut. Dann hier zu dem Video Rant ein Scheißtag. Dazu müsste ich eigentlich 95 Clips finden können. Aber da gibt es dann eben nur diesen einen von jemandem, der sich nennt Bahnübergänge. Und da steht dann der nächste Hammer. Ja, und das ist halt das Zitat, wo ich in dem Video halt sage: Immer wenn du glaubst, dass du das Schlimmste schon irgendwie mitgemacht hast, kommt um die nächste Ecke der nächste Hammer.
Ja, irgendwie so sage ich das da in diesem, Das ist ja die Meme-Machine auf meinem Kanal gewesen, dieses. Oder gibt es das noch, das Video? Ist das noch öffentlich? Ich glaube, ich habe es mittlerweile auf privat, weil ich das nicht mehr bin. Ich bin nicht mehr der Mensch, der da sitzt. Ja, so. Gut, dann haben wir das Video. Das muss raus. Slane motzelt wieder alles nieder. Und das Zitat dazu ist nur Opfer. Und ich sehe gerade, ich habe das noch gar nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, was ich da sage. Ich mache das mal. Also ich bin ein Opfer, oder was? Ich mache meinen Ton an hier. Soll mal ein Video, kann ich abspielen. Geht nur 6 Sekunden. Hören wir mal. Ihr seid ein Opfer. Wenn ich sage, ihr seid dumme Opfer, dann ist das keine Beleidigung. Das ist eine Feststellung. Ja, das Video ist halt auch auf privat, weil ich das nicht mehr in der Öffentlichkeit sagen möchte, so ein Scheiß. Ja? Nein, nicht jeder, der Disney, ich weiß nicht, worum es da ging. Das muss raus, Slane motzelt wieder alles nieder, heißt das Video. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Ich musste mir jetzt das ganze Video angucken. Ich weiß nicht, wie lange es insgesamt geht, weil es wird hier nicht angezeigt in der Clip-Funktion. Aber ja, wahrscheinlich habe ich da in irgendeinen Scheiß niedergeredet, wieder mal. Kindergarten einfach. Aber ja. So, wenn es um Disney Star Wars ging, nein, ihr seid keine Opfer, aber ihr seid schuld. Ihr seid für mich schuldig. Schuldig daran, dass Hollywood immer weitermachen wird damit, weil ihr eben Bestätigungen gibt. Das ist nun mal eben Fakt. Ja, ist so. So, dann haben wir den nächsten. Da hat 2K5 nur geschrieben, joa. Und das war halt auch aus diesem Mods-Video. Was sage ich da? Aber bis ich in die Kiste Ach springe. so, ja. Bis ich in die Kiste springe, werde ich weiterhin meine Meinung sagen. Ne? Ja, ist auch so. So, Okay. ja, wieso geht das nicht einfach an? Dann haben wir hier ein Video, das war Slaneback, Wochenrückblick, Kalenderwoche 41, Alltägliches und AdSense-Rant. Und wieder hat Nils Bleier kommentiert, Slane McRoth Teufel. Keine Ahnung, was ich da sage, ich habe auch keine Lust mehr, mich selbst zu hören jetzt. So, und dann haben wir noch aus der Metal Tag einen Ausschnitt, wo Nils Bleier schrieb, Violent Dancing Fear. Ja, nee, Angst habe ich ja nicht vor, ich finde es behindert. Ja? Da sage ich halt in dem Video, dass ich dieses Violet Dancing das erste Mal gesehen habe in Videoform, wie die da gegenseitig nicht nur Moshpit machen oder pogen, sondern sich auf die Fresse hauen. Ich gehe auf ein Metal-Konzert und haue auch ungefragt teilnehmenden Konzertbesuchern aufs Maul. Ja, ich mache dann hier irgendwie den Kreiselhammer mit beiden Armen ausgestreckt, ne, immer wieder und so, ja. Augen zu und hau einfach um mich, egal wen es trifft. Ja. Macht dich bestimmt sympathisch, ne? Aber ja, diese Meinung hat sich auch nicht geändert. So, jetzt kannst du ja aber auch aus dem Kontext, ich meine, es gibt Kanäle, die, da kannst du, glaube ich, außerhalb des Kontexts Sachen rausklippen. Boah. Wenn das dann dem sein Chef sieht, dann war es das wahrscheinlich mit dem Beruf. Ne? Ich meine, gut, der Chef wird natürlich ein Gehirn haben und dann sagen, Moment mal, in welchem Kontext hat er das dann gesagt? So geht es zum Beispiel mit meinem Radiochef. Ne? Da hat man das nämlich auch schon versucht. Nicht mit einem Clip, sondern auf andere Weise, aber ja. Die Leute glauben halt manchmal, dass man sich nur mit Idioten umgibt. Ja, manchmal hat man auch selbst das Gefühl. Ja, aber die Leute, mit denen ich mich tatsächlich umgebe und zu denen ich auch Kontakt halte, ja, das sind Menschen mit Gehirn. Aber naja, gut. So, nächstes Thema. Habe ich hier noch irgendwas zu erzählen? Sonst, ah ja, gut. Ja, ich hab's ja gesagt. Ich liebe es, wenn ich das sagen darf, ne? Wenn ich sagen kann, ich hab's ja gesagt. Keiner wollte es mir glauben, aber ich hab's ja gesagt. Ich hab es gesagt. Und vor allem das Geilste ist jetzt, gut, das kann ich jetzt nicht beweisen, das ist jetzt hier Quelle, vertrau mir, Bruder. Ich hab das schon vor Jahren zu meinem Vater gesagt. Ja? Es geht um die Serie The Boys. Und ich glaube, bei der zweiten Staffel, die war ein bisschen schwächer, hat mein Vater auch schon gesagt. Da habe ich gesagt, ja, warte mal ab. The Boys wird noch woke. Nein, nein, die ist zu gut, die Serie. Außerdem, damit würden sie ja die ganze Fanbase der Originalcomics vergraulen. Die kennt mein Vater nicht, also die Comics, ich auch nicht. Ja. Wenn ich jetzt aber mal an die Serie Preacher denke, ja, Himmel, war das eine katastrophal schlechte Verfilmung der Originalcomics. Wenn du die Comics kennst, dann ist Preacher, die Serie, eine Frechheit. Von der Besetzung über die Dinge, die da passieren und Veränderungen im Plot, also die du dir nicht ausdenken kannst, ja. Arschgesicht kommt in die Hölle und redet da dann mit Hitler und Junge, wie retardiert musst du sein, um dir so eine Kacke auszudenken, ja. Und das dann richtig über Folgen hinweg weiter durchzutersen, ja. Na, aber ja. Und ich habe keine Ahnung, wie im Original, also im Gegensatz zum Original, also zur Vorlage,
die Comics sind zu im Verhältnis zu der Serie, weil Conor Sonnen ist in den Comics genau das gleiche passiert, diese ganze woke Scheiße, ja. Denn in der neuesten Staffel, da gibt es ein Video, ich werde auch gar nicht allzu viel davon erzählen, ja, weil ich empfehle euch einfach das Video, Moment, ja, ich habe das hier noch an, das ist Popcornluft, ne? Das ist sowieso ein Kanal, den ich immer wieder gerne empfehle, obwohl er das nicht braucht, der hat über 42.000 Abonnenten, ja, geht auf die 43.000 zu demnächst. Und der hat ein Video gemacht, weiß nicht, wie viele Menschen dahinter stecken. The Boys Season 4, ja, wie man sein Publikum vor den Kopf stößt. Okay? Und da wird alles gesagt. Und ich habe das Video gesehen, es geht nur 8 Minuten 42 Sekunden. Und die ganze Zeit mein Grinsen wurde immer breiter. Weil ich habe genau das gewusst, was da passiert. Genau das habe ich mir gedacht. Mehr sage ich nicht. Guckt euch einfach das Video an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und ich habe halt auch schon gepostet auf Facebook, ja, denn es gab schon zu einigen, den ersten paar Folgen der neuen Staffel Ami-Videos, wo dann die Leute schon gesagt haben, das ist irgendwie ein bisschen komisch, in welche Richtung geht das jetzt hier? Und da habe ich schon Facebook-Post gemacht, ja, hier, ne, was da abgeht, ne. Na gut, dass ich da keine Lebenszeit verschwendet habe. Ja, aber ich empfehle dir das trotzdem zu gucken, das ist eine der besten Serien aller Zeiten. Und ja, das mag sein. Es mag sein, dass die ersten drei Staffeln wirklich gut sind. Bringt mir aber nichts, wenn das niemals beendet ist, weil es dann irgendwann in Wokeness versumpft. Ich werde das ja niemals dann zu Ende gucken. Und ich gucke mir nichts an, was ich nicht zu Ende gucken kann. Man kann nicht, aber was ich nicht zu Ende gucken will, weil sich das irgendwann in Scheiße verwandelt, ganz einfach. Bin ich nicht dabei, nicht raus. Also gucke ich mir das gar nicht erst an. Ganz einfach. Genau das gleiche mit Mandalorian. Was damit so alles passiert ist in den letzten Staffeln, ne, oder in der letzten Staffel, weiß ich nicht mehr, das kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Ja, ja, was? Du hast den Kodex gebrochen, weil du deinen blöden Helm abgenommen hast? Ja, dann geh da mal in dem See baden, dann ist wieder alles gut. Ja, dann ertrinkst du da drin und wirst von der Frau gerettet. Weil du der Mandalorian bist, der beste Kopfgeldjäger aller Zeiten. Nicht. Ja, aber ja, komm. Lassen wir das. So, ja, das war's. Gut, dann kommen wir jetzt hier mal kurz zu den Paketen. Habe ich auch keine Lust mehr. Ich möchte nämlich auch langsam Abendessen, genau. Also erstmal habe ich hier, das wird wahrscheinlich von Blue Angel X sein. Ich erkenne das so ein bisschen an der Schrift, ne? Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wo ist mein Teppichmesser? Hier, komm her. Vergraben unterm Telefon. Ach ja. Ich kann euch auch erklären, warum. Denn Sönke rief an. Ich werde nicht ins Detail gehen. Nur so viel. Sönke ist dumm genug gewesen und hat sich eingeschrieben für eine Umschulung zum Verkauf. Und so eine Schnellumschulung, die geht über 2 Jahre. Dann kriegst du halt vom Jobcenter so ein Schreiben, so ein Zertifikat, wo halt drauf steht, ja, sie sind gleichwertig zu betrachten mit einem, der offiziell Verkäufer gelernt hat. Der Mann ist 48. Was meint ihr denn, der eher genommen wird? Jemand mit, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren Berufserfahrung im Job, der sich für eine Stelle bewirbt? Oder jemand, der sagt, ich habe einen Titel vom Arbeitsamt, ich habe das 2 Jahre lang jetzt gelernt. Wen werden sie wohl, und ich bin 48, der andere ist 20, ja. Wen werden sie wohl eher einstellen? Ich habe einfach nur zu ihm gesagt, mach, ich rede da nicht mal rein. Ich rede da nicht mal rein. So, wie ich erwartet hatte, ist da ein Zettel drin, ne? Was haben wir denn hier? Hallo Slane, viel Spaß mit dem Mini-Paket. Gruß The Crow. Was, heißt du jetzt plötzlich The Crow oder was? Aha, was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Fühlt sich an, der DVD. Und, warum? Guckst du meine Videos nicht? Passt du nicht auf? Aber ja, schön. Das Psycho-Remake, ja? Wow! Ja, ich hab das schon. Ich hab in meinem letzten Video, glaube ich, ja gut, du konntest das natürlich nicht wissen, ne? Wahrscheinlich hast du da vom PC gesessen, mein letztes Video vielleicht schon geschaut und dann mit Enttäuschung festgestellt, scheiße, hat er schon. Konntest du erst nicht wissen, ne? Aber das ist halt das Remake zu Psycho mit Vince Vaughn war es, glaube ich. Psycho ist radikal. Ja, Vince Vaughn, genau. Und ich habe auch schon in den Kommentaren schon gelesen. Unter meinem Video. Das ist 1:1 das Original Psycho. Also wirklich wohl vom. Exakt gleicher Ablauf. Nur in schlecht. Oder ich weiß es nicht, ja. So, egal. So, dann haben wir hier noch was. Da habe ich auch keine Ahnung jetzt. Deswegen greife ich doch erstmal rein, weil wieder ein. Das ist eine CD. Oh, warum? Hä? Es wird warm hier. Es wundert mich jetzt gerade ein bisschen hier, dass ich hier in den Händen halte. Habt mir das einer von euch gekauft? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das ist nämlich ziemlich wichtig dann, ja.
Denn die hat die CD, die ich jetzt hier in den Händen halte, die hat meine Frau sich vorbestellt. Die ist nämlich ein Riesenfan von dieser Band. Und ja, die hat das vor. Klar, das ist, ja, natürlich ist sie vorbestellt schon. Als wir die Info bekamen, dass man die vorbestellen kann, hat sie es auch getan. Das ist nämlich das neue Album von Powerwolf. So das neue Album, oder? Boah, ist das klein gedruckt. Also falls ich das hier reviewe irgendwann, ne, gleich schon mal einen Punktabzug für den viel zu kleinen, viel zu dunklen Druck des Albumtitels. Hier vorne steht, glaube ich, gar nichts drauf. Doch, da oben steht das. Wake up the wicked. Bless him with the blade ist der erste Song. 2024, ja, jo, das ist neu. Soll ich mal ganz fies sein? Ich bin das mal ganz fies. Ich mache es mal wieder, ich bleibe jetzt mal wieder hier meiner Kanallinie treu, bin undankbar. Ja, da kriegt der vielleicht eine CD geschenkt, wenn das nicht die ist, die meine Süße. Warum sollte meine Süße die CD vorbestellen und an meine Adresse schicken? Das macht ja gar keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Wow, Metal Archives geht nicht mehr. Wow, ich habe kein Internet mehr. Hast du da was mit zu tun? Spaß. Jo, ich habe keine Ahnung, Internet ist weg. Warum ist Internet plötzlich weg? Es geht dann hier wieder ab. Ist das Telefon auch weg? Ja, der Router dann wohl. Naja, egal. Ich wollte gerade ganz fies damit nachgucken, ob das da nicht eine Edition gibt mit Bonustracks. Warte, da kann ich ja nicht nachgucken. Aber kein Internet. Ach doch, ich kann eine Sache machen. CDs zum Bestellen kann ich ja mal hier. Ich habe nämlich eine Liste. Und jetzt muss ich mal gucken, ob da die Powerwolf überhaupt drauf ist. Weil das ist halt eine Band, ja, die kauft halt meine Frau dann. Und dann ist sie auch in der Sammlung. Da muss ich mich gar nicht kümmern. Warte. Wo steht Powerwolf? Komm. Weil da... Ich recherchiere immer inzwischen gleich, wenn ich erfahre, oh, ein neues Album von denen kommt. Gibt es da Fassungen mit Bonustrack? Und dann schreibe ich das gleich dazu. Powerhouse. Powerhouse ist eine Thrash Metal Band, die ganz interessant war. Ah, nee, Powerwolf stehen hier nicht in der Liste, weil ich halt weiß, dass meine Süße die kauft dann. Ne? Dann habe ich ihr wahrscheinlich gesagt, pass auf oder nicht. Das Internet ist weg. Das fuckt mich ja gerade wieder ab, ne? Gerade jetzt, wo es so wichtig ist und ich gucken will. Egal, ist jetzt egal. Also falls es ein Geschenk von jemandem von euch war, vielen lieben Dank, weil dann habe ich die jetzt nämlich auch. Und nein, ich gebe die nicht weg. Nein, ich werde die dann behalten, weil sämtliche Powerwolf-CDs in unserer Sammlung stehen alle in der Wohnung meiner Süßen in ihrer Sammlung. Habe ich auch mal eine, die bei mir im Regal stehen kann. Ne? Ich muss natürlich sie fragen. Sag mal, hast du deine Mist gebaut? Hast du die an meine Adresse geschickt? Bitte schön, Schatz. Mach ich dir nachher. Ja? Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie das ist. Vielleicht schafft ihr das ja noch, bevor man ja mal, die kommt jetzt erst in 2 Stunden, kommt die erst nach Hause. Mal gucken, ich lasse das jetzt hoch, das Video hier. So, auf jeden Fall, trotzdem vielen lieben Dank an The Crow für Psycho, das Remake, ja. Wenn ich es jetzt noch nicht gehabt hätte schon. Ich meine, gefreut hätte ich mich jetzt auch nicht drüber, weil der Film ist nicht gut. Aber ja, ich wollte den tatsächlich mal irgendwann rewatchen. Ich remake Psycho, ja klar, so weit kommt es noch. Das mache ich jeden Tag, das ist nämlich mein Leben. Nein, Spaß. Ich verkleide mich als tote Oma, ne? Nein. Alter, das kann man ausklippen. Also, ich wollte den sowieso mal rewatchen. Weil ich hab den einmal gesehen, als der relativ neu war, auf Videokassette, hat mir den ausgeliehen, weil uns das dann doch interessiert hat. Und wir waren schockiert damals. Wie schlecht. Das war so eins der ersten Remakes, die wir gesagt haben, Alter, was? Okay, aber ich möchte den mal rewatchen, das werde ich auch tun. So. Was ich mit dem Doppelten mache, na, mir fällt da schon was ein. Also dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, was ihr als nächstes schaut. Habt noch ein schönes restliches Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das nächste Feedback wird immer noch lange, lange dauern. Ich muss immer noch eine ganze Menge Filme gucken. Eine ganze, ganze Menge. Ja. Und ich habe auch schon umgestellt. Ich habe schon wieder Filme rausgenommen, wo ich sage, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Dann hast du aber wieder eine ungerade Zahl. Ja, ich habe schon wieder Filme bestellt. Ja, weil ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch zu irgendwelchen Flohmärkten komme. Ja, ich auch das jährliche Treffen mit meinem Kumpel Thomas, wo wir dann CDs kaufen, ja, das wird auch kritisch. Erstmal habe ich eh kaum noch Kohle. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, ich möchte mich gerne mit ihm treffen, ich möchte gerne mit ihm shoppen gehen, aber ich kann mir da nicht viel, großartig viel kaufen dann. Ist aber auch nicht schlimm, ne? Hauptsächlich geht mir es nämlich darum, meinen Kumpel Thomas mal wieder zu treffen. So, und dann, das kann ich auch vorab ankündigen,
die in ungefähr 10 Tagen kommt Chris mich real besuchen und ich gehe davon aus, dass dann auch Videos entstehen werden. Müssen wir mal gucken. Er hat da eine Idee, ob wir das umsetzen, müssen wir mal gucken. Da erwartet nämlich noch eine richtige Überraschung auf euch. Ja, was genau es ist, ich werde noch gar nichts davon verraten, aber ich denke, ihr könnt euch darauf freuen, weil es eine ziemlich geile Sache geworden ist wahrscheinlich, die ziemlich awesome im Ergebnis ist. Ja, da bin ich halt dran beteiligt. Inhaltlich, sag ich jetzt mal, ja, das werdet ihr dann dabei erfahren. Und dazu wollte der dann vielleicht ein Video machen, wenn das dann alles klappt. Das organisatorisch müssen wir noch gucken, wie das dann geht. Das kommt dann, die Tage halt, die nächsten Wochen, ja. Und es wird vielleicht auch irgendein anderer Quatsch entstehen, wenn wir die Kamera einfach mal anschmeißen. Keine Ahnung, was wir so treiben, wenn er hier ist. Ne, er ist ein paar Tage hier. Also dann, gut, dann wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, noch viel Spaß, dass ihr das nächste schaut. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Farewell.